Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe Promi-Geflüster. Wir sind in München, im verschneiten München, denn Ende Februar hat doch der Petrus nochmal den Schnee fallen lassen. Und wir sind heute hier in München, wie gesagt, zu einem großen Pressetag eingeladen. Das ZDF veranstaltet großen Pressetag, stellt viele Serien vor und hat natürlich die ganzen Schauspieler geladen. Gleich zu Beginn Rita Russek, ich sage einen schönen guten Morgen, grüße Sie. Guten Morgen. Sind Sie gut durch den Schnee gekommen jetzt? Sehr gut. Es gibt freie Parkplätze. Die Leute fahren öffentlich. Das ist praktisch. Hat einen Vorteil sozusagen, ne? Sie sind ja zu sehen jetzt in Wilsberg als Ermittlerin, Kommissarin und ich glaube eine ganz neue Folge, die gibt es jetzt dann demnächst wieder zu sehen am, ich muss jetzt gerade aufspicken, 16. April. Was kann man da dazu sagen? Um was geht es da von Fall? Sie fragen mich wirklich also delikate Fragen, weil wir drehen ja eigentlich immer zwei Wilsbergs ineinander verschränkt. Dann kriege ich dann irgendwann nicht mehr mit, um welchen es sich handelt, weil die Kommissarin ermittelt natürlich in beiden. Unsere Gäste haben es da leicht, die wissen, wo sie vorkommen und um welche Geschichte es sich dreht. Hier geht es meines Wissens um einen verdeckten Ermittler und ich glaube, sehr viel mehr darf ich auch gar nicht sagen. Wird spannend auf alle Fälle. Einschalten im ZDF, 16. April, 20.15 Uhr. Wie viele Folgen gibt es denn dann im Jahr? Wir drehen vier. Wir drehen vier Folgen, davon jeweils zwei verschränkt. Wir hatten jetzt neulich die 50. Im 50. Wilsberg mit steigenden Tendenzen, das heißt also mit immer höheren Zuschauerzahlen, was wirklich erstaunlich ist und uns alle sehr, sehr freut. Ich weiß noch, wir haben uns auch schon mal kennengelernt, so ganz flüchtig mal zu Binzles Zeiten noch. Ich komme auch aus der Ecke, von daher denke ich mal, dürfte Ihnen ja Stuttgart auch noch bestens bekannt sein. Ja klar, natürlich, sicher, ja. Denke ich manchmal ganz gerne dran. Eigentlich noch lieber fast an Baden-Baden, dass sowas Verträumtes hatte. Wir haben ja die letzten Tatorte dort gedreht. Ja, genau. Jetzt der neue, gut, jetzt schweifen wir ein bisschen kurz ab, der neue Stuttgarter Tatort, der ist ja gar nicht mehr in Stuttgart immer ausschließlich. Da sieht man manchmal wieder die Karlsruher Straßenbahn durchfahren. Okay, also das sind mit Sicherheit produktionstechnische Bedingungen, die da einfließen. Oftmals gibt es keine Drehgenehmigungen mehr in sehr erschöpften Städten. Also wir wissen das von Köln, da sind die Leute doch ziemlich angefressen, wenn man schon wieder eine Straße sperrt oder ihnen die Parkplätze wegnimmt etc. Also ich denke, von daher wird man ausweichen müssen, da wo es ein bisschen easier ist. Ne? Über Wilsberg hinaus, was gibt es für Sie sonst noch für Aktivitäten? Da gibt es gar keine. Man muss der Wahrheit die Ehre geben, weil erstens mal sind vier Wilsbergs eine ziemliche Zeitspanne, in der man blockiert ist, wenn man dann anderen Produktionen sagt, ja, aber die Produktion Wilsberg hat Vorrang, dann winken die meist entnervt ab. Und abgesehen davon, das Angebot für eine Frau über 60 ist ja nicht so riesig, da machen wir uns nichts vor. Klar, ich meine, es ist allgemein schwierig geworden, das muss man ganz klar sehen, im Schauspielerischen wie auf der Bühne, beim Musikalischen und so weiter. Ne? Ganz klar, die heutige Zeit, Medien, wie Sie ja schon mitbekommen haben, wir machen ja hier für online Promi-Geflüster, ne? Sind Sie da irgendwie mit den neuen Medien auch zugange noch, Facebook und so weiter, nutzen Sie sowas? Ich bin ziemlich gut, aber ich nutze Facebook nicht, ich nutze auch nicht Twitter. Das hat was damit zu tun, dass ich das beobachtet habe, wie sich die Dinge entwickeln und wie viele Leute doch entsetzt sind über das, was sich dort abspielt und was man selber dann auch ertragen muss. Und das möchte ich nicht, das könnte ich, glaube ich, nicht aushalten. Aber ich bin ein großer Fan dieser, muss ich leider sagen, dieser online gestellten, gestreamten Serien, kann das auch gut bedienen, kann das empfangen. Manche glauben das gar nicht, dass man das kann in meinem Alter, aber man kann nämlich ganz viel lernen, zumal die Bedienung relativ simpel ist. Und das wird sicherlich ganz interessant für junge Kollegen, was da dann kommt. Also es werden auch immer mehr traditionelle Produktionsfirmen für die Streamingdienste produzieren.
Auf alle Fälle, klar, da hat sich natürlich viel gewandelt. Ich sage mal, in unserer Jugendzeit, wo wir nur erste, zweite und dritte Programm hatten, das ist ja bei weitem nicht mehr der Fall. Das sind ja Hunderte, Vierhunderte, Tausende. Ne? Ja, ja. Nein, also dieses Überangebot, das begrenzt mich merkwürdigerweise. Also ich kann auch nicht in Kaufhäuser gehen und da was kaufen, weil ich kriege vor lauter Angebot keine Luft. Aber ich bin trotzdem immer noch ein traditioneller Fernseher, weil ich diese Abfolge von Film, Dokumentation, Nachrichten und so weiter, das finde ich immer ganz spannend. Oder nicht immer ist es wirklich perfekt, aber in den meisten Fällen macht das eigentlich Spaß, sich noch so durchzuzappen durch die Vielfalt. Ja, und zwar durch die begrenzte Vielfalt, das muss man schon sagen. Genau. Ja, und wenn es trotzdem noch Freizeit bleibt, wie ist die gestaltet? Was gibt es da, Hobbys etc.? Ach, mein Hobby ist die Stadt München und die erkunde ich mit dem Fahrrad. Bei diesem Wetter heute nicht, sonst wäre ich nämlich auch jetzt hierher mit dem Fahrrad gekommen. Aber München ist für mich einfach so reich und so schillernd und so vielfältig, und mit dem Fahrrad entdeckt man ganz viel. Also das ist vielleicht ein Hobby, ansonsten dieses große Kulturangebot nutzen, das ist ein weiteres Hobby, und im Sommer bin ich gerne Gärtnerin. Das ist sehr schön. Also einen kleinen Garten dann, wie muss man sich das vorstellen, hinterm Haus oder außerhalb? Oder? Nein, außerhalb nicht, in München, auch nicht in Deutschland, aber einen großen Garten mit viel Arbeit und sehr, sehr störrischen Gewächsen. Sind es dann eigentlich auch mehr die Blumen dann oder auch wird auch geerntet? Nein, da wird kaum was geerntet, weil dann, wenn wir ernten könnten, sind wir entweder nicht da oder aber die Wildschweine haben sie eh schon umgegraben oder aber die Tomate hat die Tomatenfäule oder die Olive hat die Olivenfliege, und da wir nichts spritzen wollen, müssen wir der Natur ihren Lauf lassen. Und ich denke mal, so schmeckt es dann auch immer am besten, wenn man es naturbelassen hat. Und am allerbesten schmeckt es, wenn man die Tomaten vom Nachbarn kriegt. Noch besser, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, Ihnen eine schöne Frühlingszeit, die jetzt uns ja bevorsteht. Herzlichen Dank, dass Sie kurz Zeit für uns gefunden haben. Gerne. Ihnen noch einen schönen Tag hier bei unserem Pressetag vom ZDF. Anstrengend vor allen Dingen jetzt. Aber die Stimme wird, je mehr ich rede, desto besser wird sie. Alles klar. Also, Ihnen alles Gute, gute Besserung dann für die Stimme und weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Danke. Auf Wiedersehen.